Ich bringe wirklich die Kinder zur Schule einfach so, ohne Make-up, ist mir egal. Und dann treffe ich noch Leute, die sagen, ja, Christa, als Vötel. Und ich, ja, super! Christa, was hast du dir zu deinem runden Geburtstag gewünscht? Ich habe mir gewünscht, einfach, dass es meinen Liebsten gut geht, weil wenn allen gut geht, dann geht es mir auch gut. Du feierst den 40. Geburtstag, wie kommt es davor? Es kommt gut. Also ich habe wirklich keine Probleme damit. Vor einigen Jahren habe ich immer gedacht, wow, 40, wow, es kommt langsam, oder? Aber heute fühle ich mich wohl, ich fühle mich realisiert, ich fühle mich selbstbewusster. Ich habe erreicht, was ich wollte. Also es gibt noch einiges natürlich zu tun, ich bin ja nicht alt. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich kein Problem mit 40. Was würdest du sagen, wie hast du dich jetzt von 20 bis 40 verändert? Also ich habe mich total verändert. Zuerst bin ich Mutter geworden und das ist natürlich ein großer Schritt und es ist auch das Beste, was ich je im Leben gemacht habe, wenn ich zurückschaue. Heute fühle ich mich sicherer, selbstbewusster, ich weiß genau, was ich will. Ich bin unabhängig, ich bin eine Unternehmerin und mit 20, ich war noch Studentin, ich habe das Leben genossen, wie alle und so muss es sein natürlich. Also ich vermisse vielleicht dass ich, wenn ich eine Party habe, weil ich feiere nach wie vor natürlich nicht täglich, am Tag danach war ich super fit. Jetzt brauche ich einige Tage danach. Das ist der Unterschied. Nein, vorher hatte ich keinen Kater mit 20. Mit 30 vielleicht einen Tag. Jetzt nicht eine Woche, aber fast. Wie gehst du jetzt als, ich sage jetzt mal, Ex-Schönheitskönigin so mit dem körperliche Alterungsprozess um, wo einfach kommt. Ich achte auf mein Aussehen für mich selber zuerst, nicht für die anderen. Und wenn ich mich im Spiegel anschaue, es hat nichts zu tun, ob ich eine Falte habe oder so. Ich muss mich wohlfühlen. Und darum, ich schaue, dass ich viel Wasser trinke, ich ernähre mich gesund, ich treibe Sport. Und im Moment bin ich sehr happy mit meiner Figur. Ich muss nicht sagen, auch nach zwei Kindern. Das Bild von Christa im Spiegel heute reflektiert einfach mein Alter. Und ich kann nichts sagen, ich kann mich nicht beklagen. Was für eine Beziehung hast du zum Spiegel? Bis jetzt habe ich eine gute Beziehung. Aber es gibt natürlich Tage wie alle Frauen, ich denke. Egal was für ein Alter, wo du schaust dich im Spiegel und denkst, geht nicht. Und probier vielleicht tausende Outfits. Geht gar nicht. Das passiert mich auch, oder? Zum Glück nicht jeden Morgen, vor allem, weil wenn ich zu Hause bin und frei, ich schminke mich nicht. Ich bin im Jogginghosen. Ich bringe wirklich die Kinder zur Schule einfach so, ohne Make-up, ist mir egal. Und dann treffe ich noch Leute, die sagen, ja, Christa, als Vötel. Und ich, ja, super. Genau so, naturpur. Die Mutter Giovanni hat, glaube ich, auf den letzten Geburtstag von dir mal auf Instagram geschrieben, dass für dich Zeit nie vergeht, scheint. Mega schönes Kompliment. Ja. Was ist dein Jungbrunnen? Einfach die positive Einstellung. Das tut wirklich gut. Ob ich wirklich so jung bleibe wie immer und bei mir die Zeit nie vergeht, das sagt mein Mann, oder? Mit ihm sind wir natürlich seit 23 Jahren zusammen. Wir lieben uns, vor allem wir respektieren uns auch gegenseitig. Und es ist auch das schönste Kompliment. Bei euch ist ja spannender eigentlich, dass du die Karriere gemacht hast, dass du Familienernährerin bist und Giovanni eben viel oder hauptsächlich die hast und auch Kind erzieht. Setzt er sich dann eher durch in Erziehungsfragen oder du? Nein, beide. Beide sind sehr streng. Mhm. Er hat einfach weniger Geduld und ich mehr Geduld. Also wir sind beide wirklich ein Team, oder wie ich das gesagt habe. Aber als wir vor 7 Jahren daran gedacht haben, hey, unser Wunsch ist schon, Eltern zu werden, aber ich möchte auch weiterhin arbeiten. Mhm. Und er hat sofort von Anfang an gesagt, hey, ich möchte Papi werden und ich möchte wirklich 100% Papi sein. Ich unterstütze dich. Und das war für mich der größte Liebesbeweis sogar, oder? Und so habe ich mich so leicht gefühlt. Ich habe gesagt, Gott, machen wir Kinder. Nicht nur eine, zwei. Du giltst heute als erfolgreichste in der Schweiz, von der Schweiz, würde ich sagen. Wäre das möglich gewesen ohne den Giovanni? Ich denke nicht. Ganz wichtig bei mir ist eben meine Familie, mein Mann und mein Standpunkt, fixer Punkt im Ticino. Nur so
kann ich wirklich frei zur Arbeit gehen, weil ich weiß, jemand unterstützt mich. Natürlich, ich bin die Hauptverdienerin, aber Joe arbeitet auch natürlich. Wir hatten nie wirklich Diskussionen im Bereich auf das Thema. Joe ist sehr weit, er ist sehr emanzipiert. Joe liebt auch die Frauen. Also mein Mann ist in einer Großfamilie aufgewachsen mit 5 Schwestern. Stell dich vor. Nee. Er weiß alles über Frauen. Er weiß genau, wann er reden soll und wann er schweigen soll. Aha. Also er ist der Beste, oder? Und Joe war nie eifersüchtig und Joe hat nie Probleme gemacht. Mhm. Joe ist nicht der Marsch. Oh ja, Gott sei Dank. Ich hätte nicht mal eine Woche gedauert mit so einem Mann. Du hast selber gesagt, du bist Unternehmerin, du bist durch das auch sehr viel unterwegs, hast viel zu tun, bist busy lady. Ist auch schon vorgekommen, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt könnte ich zu Hause etwas verpassen mit dem Mädchen? Der erste Zahn habe ich verpasst, ich denke. Und weißt du, was hat Joe gesagt? Hey, die haben 20 Zähne, du wirst es irgendwie eines sehen, oder? So, ja. Er ist ruhig, er wartet. Und dann komme ich nach Hause und sage, du übrigens, weißt du, was ist gestern passiert? Und ich was? Die sind hochgeklettert das erste Mal und ich, nein, ich habe das verpasst. Hey, Christa, ich habe ein Video gemacht, jetzt zeige ich dir, oder? Wirklich so super. Ja. Und das hilft natürlich. Aber natürlich als Mutter, als Frau, nach wie vor emanzipiert und alles, was du willst. Es gibt schon Momente, wo du denkst, oh, bin ich am richtigen Ort? Könntest du dir noch mal vorstellen, das Ganze noch mal von vorne? Nein, Familienplanung ist abgeschlossen bei mir. Ich bin sehr happy und glücklich mit 2 Kindern. Weißt du, je älter, desto höher kommen die Ansprüche. Jetzt sind sie natürlich unabhängig, sie reden über alle Themen, sie möchten schon das und das und sie hören nie auf zu reden, sind Frauen. Und sie sind schon anstrengend, oder? Also im guten Sinne im Moment. Sie werden jetzt im September mit der Schule starten, aber sie haben die Vorschule. Sie lernen schon jetzt zahlen und schreiben und lesen. Sie lieben die Schule, sie gehen gerne und ich hoffe, es geht so weiter. Und sind beide gleich gut? Merkt man das schon? Oder haben sie andere Stärken? Nein, beide sind also nicht gleich. Vom Aussehen, aber auch vom Charakter. Sie haben verschiedene Stärken und verschiedene Schwächen. Die eine ist weit. Sie ist schon irgendwie bedacht. Sie ist schon wie eine erwachsene junge Frau mit 6. Sie redet auch über gewisse Themen, die so ernst sind. Und manchmal bin ich paff. Oh. Die andere ist auch sehr intelligent, empfindlich. Sie hilft so viel zu Hause. Mach mit, Mama, du machst so viel zu Hause, ich helfe mit und so. Die andere, nein. Nein, Mama macht. Aber dafür, sie liebt nach wie vor Spielen, Spielen, Spielen. Und was sagen so Ihre Klassengespönli? Kennen Sie dich? Die wissen ja schon, wer du bist. Ist Ihnen das peinlich? Oder nein, das also cool? Zum Glück muss ich sagen, die wissen es, aber sie reden noch nicht darüber. Mit den meisten Müttern war ich sogar selber in der Schule oder Väter. Und jetzt bringen wir heute die Kinder zur Vorschule. Weil du am gleichen Ort aufgewachsen bist. Genau, genau. Also wirklich eine tolle Beziehung, sowohl mit den Eltern als auch mit ihren Gespännli. Sie reden nicht über meinen Job. Meine Kinder wissen jetzt ungefähr, was ich mache, weil ich zeige nicht wirklich. Aber zum Beispiel letztes Jahr bei The Masked Singer Switzerland durften sie die Sendung am Samstag anschauen, weil es geht um Plüschtierli, um Masken. Und sie haben es geliebt. Oh, wie möchte auch wie du im Fernsehen da drin arbeiten, oder? Für sie, Mama macht Fotos, arbeitet im Fernsehen und arbeitet am Computer. Das ist mein Job. Aber das Thema Berühmtheit, nein, das checken sie noch nicht. Nein, und es ist auch gut so. Ja. Dann haben sie auch keine Lieblingsfernsehsendung von dir, The Masked Singer. Nein, nein. Wenn Mama kommt und redet auf Deutsch, Papi, kannst du wegzappen? Weiter, langweilig. Weiter, Musik, Musik. Und wenn ich Deutsch rede zu Hause, weil ab und zu rede ich mit ihnen, sage ich, Mama, und sie starten mit dem Lachen voll. Dann sage ich, hör auf, fertig. Mama redet Deutsch, die ist sauer. So machen sie das. Jetzt bist du ja auch gerade wieder im Fernsehen mit einer neuen Sendung. Genau. Fashion Taxi, dort tust du Kandidatinnen und Kandidaten beim Umstyling helfen. Wieso bist du die optimale Shoppingbegleitung? Ich bin die perfekte Begleiterin, wenn es um Umstyling geht, weil ich höre gerne zu. Ich habe wirklich offene Augen und offene Ohren für die Kandidaten. Es sind wirklich wunderbare Persönlichkeiten, die mitmachen. Ich weiß genau,
was sie möchten und ich versuche, ihre Träume zu realisieren. Wie modisch, würdest du sagen, bist du selber? Ich bin schon modebewusst. Ich liebe die Mode, ich liebe Fashion. Ich habe meinen eigenen Stil, aber ich kann mich anpassen. Ich habe verschiedene Stile. Eigentlich heute bin ich so, wie die Christa ist täglich. Aber ich mag auch mit Abendkleid auf Red Carpet. Es ist wirklich eine Leidenschaft. Und darum jemandem mithelfen in dem Bereich, der vielleicht keine Ahnung hat oder braucht Hilfe oder Tipps, das mache ich sehr gerne. Gibt es noch etwas, wenn du so zurückdenkst in deiner Modegeschichte? Irgend so ein Mode-Fauxpas, den du gemacht hast? Natürlich. Also ich muss sagen, am Anfang, eben, wenn man also Teenager-Zeit oder so, ich hatte die ersten High Heels, erste Make-up, erste Mode, erstes Geld verdient, um Mode zu kaufen. Es war alles. Too much. Früher habe ich zum Beispiel, ich weiß nicht, High Heels und Minirock und Smoky Highs und noch Lippen, oder? Heute sage ich, weniger ist mehr. Hast du ein Credo oder etwas, was du mitnimmst jetzt für deine Zukunft? Mein Credo ist einfach positiv bleiben, positive Vibes. Alles ist möglich. Man muss nur daran glauben. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber es kommt. Einfach dabei bleiben. Das ist ein schöner Abschluss. Danke. Ich wünsche dir ganz, ganz einen guten Start ins neue Lebensjahr. Mega schön bist du. Für 41. Geburtstag. Danke, Sina.